Also am Morgen die ersten Sondierungsgespräche mit der Linkspartei. Was erwartet ihr von den Gesprächen? Wir werden da auf jeden Fall erstmal fair und offen reingehen und auf Augenhöhe auch mit den Linken reden. Wir haben uns vorgenommen, sowohl über Demokratiefragen zu reden, also Frage Staatsverständnis, erwarten von den Linken eine sehr klare Aussage zum Thema DDR-Vergangenheit und auch zu der Frage Einstellung zur Stasi. Und werden dann über alle landespolitisch relevanten Themen miteinander reden, wollen reden über die zukünftige Energiepolitik, über Schul- und Bildungsfragen, über die Frage Zukunft der Arbeitsgesellschaft, über den Landeshaushalt natürlich, Konsolidierung im Landeshaushalt und zukünftige Ausgabenpolitik und wollen danach ein Fazit ziehen, ob es ein belastbares, stabiles Bündnis mit den Linken geben kann. Und wie sieht der Fahrplan nach den Gesprächen heute, morgen aus? Wir werden am Abend noch bilanzieren, also einmal als Grüne, aber auch SPD und Grüne gemeinsam, ob es eine Perspektive mit den Linken geben kann. Die Linke wird das sicherlich genauso machen. Und dann würde man möglicherweise in der nächsten Woche mit Koalitionsverhandlungen beginnen, wenn wir denn den Eindruck haben, dass die Linke ein Partner sein könnte, mit denen man eine Landesregierung bilden würde.